Guten Morgen, ich bin jetzt schon umgezogen. Ich muss jetzt ab zur Arbeit. Heute ein bisschen später, weil mir ging es den ganzen Morgen extrem schlecht. Aber wir gehen jetzt trotzdem zur Arbeit und machen nicht krank. Zwar ein bisschen später, aber immerhin arbeiten und dann machen wir heute nur einen verkürzten Tag. Jetzt war ich so in meinem Einkaufswagen, dass ich vergessen habe zu filmen. Kann man nichts machen, aber ich habe leckere Sachen gekauft, wirklich sehr lecker. So, ich habe jetzt Feierabend, ich bin jetzt zu Hause. Der Hund hat mich begrüßt. Er war komplett allein zu Hause, aber auch nur ganz kurz, weil er ist noch nass. Das heißt, irgendjemand hat ihn gerade geduscht, soweit ich das riechen kann. Ja, ich denke, wir werden uns jetzt gleich bei diesem schönen Wetter, wir haben jetzt 25 Grad ungefähr, in diesem Pool chillen. Wir werden die Luftmatratze aufpusten, dann werden wir uns da reinlegen oder da drauflegen. Ich muss das Wasser ja nicht unbedingt berühren. Und dann schwimmst du mit. Nee? Ich glaube, das war ein Ja, ich möchte, aber ich komme da nicht rein. So, wir haben heute was ganz Verrücktes vor. Und zwar versuche ich jetzt mit 10 Sprüngen so viel Wasser wie möglich aus dem Pool zu kriegen, wie möglich. Wir suchen uns jetzt einen Punkt, wo wir das Wasser messen. Und das würde ich an dieser Stelle hier drunter machen, weil das verschiebt sich nicht. Und zwar seht ihr ja, wie viel das Wasser da an dieser Kachel. Ich werde jetzt diesen Pool ganz kurz einmal die Oberfläche reinigen und dann 10 Sprünge. Und ich muss mit den 10 Sprüngen versuchen, so viel wie möglich Wasser rauszukriegen. Das waren 10 Sprünge und jetzt müssen wir eben warten, bis sich das Wasser beruhigt hat. Und dann können wir wieder messen. So, um euch das mal ein bisschen zu zeigen, was ich hier alles nass gemacht habe. Hier ist gar nicht so viel, weil ich bin ja immer in die Richtung gesprungen. Hier wird das dann immer mehr, der Hund ist pitschenass. Hier wird es wieder komischerweise ein bisschen trockener und hier hinten haben wir eine mega Pfütze gemacht. Das ist hier schon den ganzen Berg runtergelaufen. Ich bin gespannt, wie viel Wasser das ist. Okay, bis sich das Wasser komplett beruhigt hat, werde ich mich jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Werde ich mich jetzt schnell duschen gehen. So, wir gehen jetzt gucken, wie viel Wasser wir verschwendet haben. Ich habe viel zu viel Wasser am Ohr. Das heißt, so 100 Liter müssten auf jeden Fall raus sein. Nee, ohne Witz, mein Ohr ist echt, da ist total viel Wasser drin. Wir gucken jetzt. Sam, bist du gespannt, ob man überhaupt sieht, dass wir Wasser rausgemacht haben? Bist du gespannt? Freu dich ein bisschen mehr. Bist du gespannt? Bist du gespannt? Ich glaube, der Hund war jetzt nicht so gespannt. Wir gehen jetzt gucken. Und wenn man drin ist, dann hört sich das immer so krass viel an, wie viel Wasser rausgeht, weil da schwappt er hier immer durch diese ganzen Löcher durch. Und es ist auch immer noch nass, obwohl die Sonne scheint. Die Pfütze ist immer noch ein ganz klein bisschen da. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viel da raus ist, weil ich es so sehr, sehr schlecht sehe. Aber ich denke mal, wir haben viel, viel, viel zu wenig. Aber ich hatte meinen Spaß und deswegen ab nach oben, Vlog schneiden.